Ich begrüße euch wieder alle ganz herzlich zurück zu Geheimakte Tunguska. Wir sind immer noch irgendwo in der Kälte und versuchen gerade, diesen Heizkörper hier mal anzuschmeißen. Denn wir haben hier hinten so eine wunderbare Apparatur aufgebaut. Und zwar, wenn das dann hier endlich mal alles warm wird, also auch das Rohr, was mit dem Heizkörper verbunden ist, dann schmilzt hier der Eiszapfen, dann fliegt das ganze Ding gegen das Fass rollt hier runter. Und dann wird es wahrscheinlich eine ziemlich große Explosion geben, denn der Inhalt des Fasses ist hochexplosiv und darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Und da das Ganze hier ja aus Eis besteht, sollte das also relativ zügig passieren. Allerdings stimmt da noch was nicht. Irgendwie läuft die Heizung nicht richtig. Wir müssen das Ventil aufdrehen und das klappt alles nicht so richtig. Aber ich sehe gerade, hier liegt eine Mutter. Das ist genau der Gegenstand, den ich suche. Lag die da schon immer? Die ist doch so groß, die kann ich gar nicht übersehen haben, oder? Okay, naja, ich steck's mal ein, denn das ist tatsächlich wirklich das, was wir brauchen. Die Mutter ist aus der Halterung der Rohre rausgebrochen, als ich den Eiszapfen da hineingeklemmt habe. Na, Nida stand also wahrscheinlich die ganze Zeit davor und ich hab's nicht gerafft, dass das da runtergefallen ist. Gut, dass wir nochmal hier geguckt haben. Und damit sollten wir das Ventil jetzt endlich aufkriegen und ich hoffe, dann läuft die Heizung und die Zeit tickt. Dann sollten wir uns so schnell wie möglich hier aus dem Staub machen und am besten Max auch noch mitnehmen. Allerdings sitzt er ja immer noch in dem Kontrollraum fest. Aber dazu können wir uns ja dann gleich Gedanken machen. So, jetzt werden wir erstmal das Ventil aufmachen. Puh, das wäre geschafft. Das Ventil ist aufgedreht. Gut, na dann. Eigentlich sollte es jetzt warm werden. Aber der Heizkörper gluckert nur vor sich hin. Ich vermute mal, es befindet sich zu wenig Wasser im Heizkreislauf. Ja, toll. Das ist bestimmt wieder eine Aufgabe für Max. Wie soll man ihm denn jetzt signalisieren, dass da kein Wasser drin ist? Wir haben hier so einen leeren Eimer. Hilft dir das? Nee, wäre auch wahrscheinlich ein bisschen utopisch zu glauben, dass er dann versteht, dass kein Wasser da ist. Aber wir haben auch nichts, womit wir ihm zeigen könnten, dass es kein Wasser gibt. Das Feuerzeug war ja noch relativ simpel und auch, ich sag mal, so, dass man es verstehen kann. Aber mit dem Wasser. Aber hier hinten war ein Schild. Genau das hier. Das ist doch kein Wasser. Können wir das ja mitnehmen? Das Schild warnt davor, dass bei Kontakt mit Wasser chemische Reaktionen ausgelöst werden könnten. Die Farbe ist dermaßen brüchig, dass sie schon beim Anschauen abbröckelt. Okay, dann schnell, bevor das ganze Schild verschwindet. Das Schild ist festgenietet. Natürlich. Es ist festgenietet. Da hilft uns wahrscheinlich auch der Schraubenschlüssel nichts. Nein. Oh, ist jetzt nicht dein Ernst. Das heißt, wir bekommen das Schild nicht. Denn das einzige Werkzeug, das wir haben, ist der Schraubenschlüssel. Ah, Mann. Das ist doof. Aber wenn die Farbe abbröckelt, vielleicht können wir ja statt das Schild mitzunehmen, nur die Farbe mitnehmen. Aber die müssen wir natürlich irgendwo draufkleben. Und das könnten wir sogar eventuell mit dem Silikon machen. Theoretisch müsste das ja funktionieren. Wenn man jetzt Silikon da drauf schmiert, bleiben die Farbreste da drin kleben. Wenn die sowieso schon fast abfallen, werden die sich wahrscheinlich relativ gut vom Schild lösen lassen. Und hängen dann auf dem Silikon. Können wir nur hoffen, dass es auch so gut funktioniert, dass da noch erkennbar ist, was da mal ursprünglich zu sehen war. Ich probiere das mal. Also auf jeden Fall geht's schon mal. Die Farbe ist an dem Silikon kleben geblieben. Mit etwas Fantasie kann man tatsächlich das Schild wieder erkennen. Okay, dann hoffe ich doch mal, dass Max genügend Fantasie dafür hat. Die abgeblätterte Farbe von dem Schild ist jetzt auf dem Silikonabdruck. Das Kein-Wasser-Symbol ist halbwegs gut zu erkennen. Na dann. Zeig mir das Ganze mal Max. Er ist ja der Einzige, der es verstehen muss. Aber eigentlich sollte das recht eindeutig sein.
Wenn mein Plan funktioniert und Max meinen Hinweis versteht, wird die Heizung warm und damit auch die Rohre, in denen der Eiszapfen steckt. Wenn der dann schmilzt und aus den Rohren rausrutscht, wird er hoffentlich das Fass von dem Regal auf den Boden schubsen. Und sobald der Deckel von dem Fass aufgeht und diese hochexplosive Chemikalie mit dem Eis auf dem Boden in Berührung kommt, macht's kabumm. Ein toller Zeitzünder. Wenn ich hier irgendwie raus könnte. Ich sollte also gleich anschließend das Ventil wieder schließen, sonst fliegt die ganze Bude mit Max und mir zusammen in die Luft. Wasser? Heizung? Fehlt da Wasser in der Heizung? Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwo einen Regler für die Wasserzufuhr finde. Ich hoffe, das war der richtige Schalter. Oh, verdammt. Nina, pass auf. Hab ich doch richtig gehört. Die Dame hat es also tatsächlich geschafft, sich zu befreien. Dann komm mal mit. Der Chef freut sich schon drauf, dich endlich mal kennenzulernen. Ah, Fräulein Kalenko. Endlich lerne ich Sie mal persönlich kennen. Ich bitte meine schlechten Manieren zu entschuldigen. Ich hätte mich schon viel früher vorgestellt, aber Sie sehen ja, ich bin ziemlich im Stress. Gestatten, Massimo Gattuso. Entführung, schwere Körperverletzung und was sonst noch alles dazukommt, gehört bei Ihnen also zum guten Ton? Nein, aber besondere Ereignisse erfordern leider nun einmal besondere Maßnahmen. Aber da Sie nun schon mal hier sind, darf ich Sie herzlich einladen, ganz exklusiv und aus der ersten Reihe einer Weltpremiere beizuwohnen. Darauf kann ich verzichten. Da würde Ihnen aber etwas entgehen. Sie werden Zeuge, wie meine neuen Marketingmaßnahmen die Menschheit in eine glücklichere Zukunft führen. Da bin ich aber gespannt. Völlig zu Recht. Sie kennen das doch sicher selbst. Tagelang überlegen Sie, welches Kleid Sie kaufen wollen. Dann noch ein Streit mit Ihrem Freund, ob man sich lieber für die rote oder doch eher die grüne Couch entscheiden sollte. Ich brauche keine Couch und schon gar keine grüne. Ich nehme den Menschen diese Probleme in Zukunft ab. Durch Gehirnwäsche? Ich nenne es Entscheidungshilfe. Dadurch bleibt den Leuten nicht nur viel Ärger erspart, sie haben auch viel mehr Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Sie müssen zugeben, eine wahrhaft edle Geste von mir. Ich muss zugeben, Sie sind noch kranker, als ich gedacht hatte. Es geht Ihnen nur darum, Ihre Produkte zu verkaufen. Die Menschen sind Ihnen scheißegal. Schade, dass Sie meine Pläne nicht zu würdigen wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, sich daran zu stören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den ersten Testlauf vorbereiten. Und wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat geben darf, freuen Sie sich, bei diesem Schauspiel dabei sein zu dürfen. Wäre doch schade, wenn Sie Ihre letzten Stunden nicht genießen würden, oder? Natürlich, und die verbringen wir hier. Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Eiszapfen aus dem Rohr rutscht. Ich muss hier schnellstens raus. Oh ja, das ist eine tickende Zeitbombe und das Ganze wird hier sowieso in die Luft fliegen, egal ob Nina noch hier ist oder nicht. Und Max sitzt wahrscheinlich hier oben. Da oben müsste Max drin sein. Hoffentlich haben sie ihn noch nicht erwischt. Das glaube ich eigentlich nicht, dann wäre wahrscheinlich auch er hier unten. Und außerdem ist die Tür ja immer noch zu. Das ist wahrscheinlich das größere Problem, weil der ist ja da eingeschlossen. Der muss da ja auch erstmal irgendwie rauskommen. So, was haben wir denn hier noch? Ein Kran. Ein Lastenkran. Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten zu bedienen. Okay, aber Max hat bestimmt die Möglichkeit, das zu bedienen. Würde ich mal vermuten, hier ist wieder so eine Kamera. Wieder eine von diesen Überwachungskameras. Über die sollte es uns möglich sein, mit Max Kontakt aufzunehmen. Sollten wir hier mal irgendwie die Chance haben, was zu machen, weil wir werden ja aktuell von Oleg bewacht hier. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Ja, genau, das ist das Problem. Wahrscheinlich müssen wir den als erstes mal loswerden. Ich habe dem Typen wirklich vertraut. Wie konnte ich nur so blöd sein? Naja, man kann ja nicht immer nur an das Schlechte denken im Menschen. Ich würde gern... Ruhe! Professor Charleroi muss sich konzentrieren. Ach, die Olle soll mal ruhig bleiben. So, dann wäre hier diese wunderbare Gedankenkontrollmaschine. Damit will Massimo seine kranken Pläne verwirklichen. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Nee, wir können uns gar nicht bewegen aktuell. Von hier aus wird wohl der ganze Ablauf des Projekts gesteuert und überwacht. Da werden wir jetzt aber auch nicht dran rumdrücken können, nehme ich mal an. Das Komitee der sympathischen Weltverbesserer möchte mich vermutlich nicht in seine Reihen aufnehmen. Na, ich glaube auch nicht, dass wir zu den Reihen gehören wollen.
Vor allem auch sein Beispiel. Welches Kleid man kaufen soll oder eine rote oder eine grüne Couch. Also wenn die Menschen dann nicht mal diese einfachen Entscheidungen mehr selbst treffen können, na, dann ist es halt endgültig vorbei. Noch einer, der mich die ganze Zeit verarscht hat. Ich nehme mal an, dass er Massimos Informationsquelle in Russland war. Ja, ich schätze mal, die Vermutung ist richtig. Mein Interesse an einer Unterhaltung mit ihm entspricht den Temperaturen hier unten. Wahrscheinlich wäre es jetzt sowieso blöd, einmal quer durch den Raum zu brüllen. Hier ist der Ausgang. Sergei steht da vermutlich nicht nur zum Spaß. Nee, aber die sind ja alle wahrscheinlich hier irgendwie, um Nina zu bewachen. Kontrollanzeigen scheinen wichtig zu sein. Gut, so, dann hätten wir noch die zwei hier. Nicole. Eigentlich macht sie einen recht sympathischen Eindruck. So kann man sich täuschen. Ja, wenn man sich mal überlegt, was die mit Peres angestellt hat, also das ist schon echt krank. Ich meine, dass die ja alle einen Schatten haben, das ist ja klar, aber die haben auch alle so sadistische Züge. Frau Charleroi? Halt's Maul, sonst wird Sergei es dir stopfen. Wow, wir sind heute besonders freundlich. Wahnsinn. Hinter seiner pseudoscharmanten Art steckt ein aalglatter und skrupelloser Oberbösewicht, wie er im Buche steht. Na, aber er möchte sich mit uns unterhalten. Wahnsinn. Sekta. Ja, die spaziert hier gerade vor dich durch die Gegend. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ihm das wirklich erzählen sollten. Falls es sie interessiert, eine Sekte ist soeben eingetroffen. Die sind gerade dabei, ihre oberirdischen Anlagen zu zerstören. Ja, sicher. Von wem werden sie denn angeführt? Dem weltenrettenden Superhelden? Ich meine es ernst. Und ich glaube, ihnen bekommt die Kälte nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Für solche Unterhaltungen habe ich keine Zeit. Ja, hätte er uns mal geglaubt, ne? Sonst wundert er sich später, warum es überhaupt nicht funktioniert. Falls Ninas Plan hier schief gehen sollte. Die ganzen Geräte hier am Ende der Welt aufzubauen, das muss doch ein riesiger Aufwand gewesen sein. Wozu das Ganze? Die Geräte sind extrem empfindlich. Sie sehen die große Anzeige da hinten? Ist ja kaum zu übersehen. Das Projekt wird genauestens überwacht, weil jegliche Störstrahlung eine Fehlfunktion zur Folge haben könnte. Daher sind wir auch auf Nummer sicher gegangen und haben die Anlage unter der Erde aufgebaut. Störstrahlung, das ist sehr interessant. Wir haben ein Gerät, das Strahlungen aussendet, und zwar das Handy. Vermutlich könnten wir damit das Ganze hier ein bisschen durcheinander bringen zumindest und vielleicht soweit die ganzen Leute ablenken, dass wir hier rauskommen. Laut Massimo wird da überwacht, ob die Bedingungen noch optimal sind oder ob es Probleme wie zum Beispiel Störstrahlung gibt. Derzeit scheinen alle Anzeigen im normalen Bereich zu sein. Gut. Ich probiere das mal. Können wir irgendwie das Handy auf die Maschine anwenden? Jawohl. Oleg passt mal wieder gut auf mich auf. Eine falsche Bewegung und ich werde mein Leben vermutlich in der Gletscherspalte beenden. Ja, dann können wir uns zu dem Soldaten legen. Okay, wir müssen erst Oleg loswerden. Haben wir denn irgendwas, was ihn interessieren könnte? Hier, das zum Beispiel. Nein. Aber das Ei. Ah, hier, Oleg, bitte. Ich hab hier was, wonach ihr bestimmt schon sucht. Oh, das Teil aus der Wasserpumpe. Vielen Dank. Wir werden uns mit einem schmerzfreien Tod erkenntlich zeigen. Sehr freundlich von Ihnen. Oleg, bau das Ding mal schnell wieder ein, damit wir es oben in der Station schön warm haben, wenn wir unseren Triumph feiern. Okay. Sie haben dann ein Auge auf unseren Ehrengast. Ich glaube nicht, dass unsere Prinzessin fliehen möchte, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja unheimlich gemütlich hier. Natürlich. Wollen wir fliehen? Vor allem, weil das ganze Ding so bald in die Luft fliegt und so. Okay, aber jetzt können wir vielleicht das Handy da reinschmeißen, wenn jetzt keiner mehr guckt. Verdammt, wir haben hier irgendwo eine Störstrahlung. Wenn wir das nicht ganz schnell wieder in den Griff kriegen, müssen wir den Versuch abbrechen. Okay. Hinter seiner Pseudosch... Wollen die jetzt noch mit uns sprechen? Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, sind da aber ein paar kleine Denkfehler drin. Wir können uns gern später darüber unterhalten. Ach nein, leider werden wir dazu wohl keine Gelegenheit mehr haben.
Okay, ich schätze mal, das ist jetzt wirklich so der Zeitpunkt, wo wir dann auch mit Max in Kontakt treten sollten. Frau Charleroi? Halt's Maul, sonst wird Sergej es dir stopfen. Okay, kümmert euch mal lieber um eure Störstrahlung. So, irgendwas mit der Kamera hier. Was? Nina, was willst du mir damit sagen? Ich verstehe es nicht. Guck dir den Oberbösewicht an, Max. Ja, das Einzige, was Max wahrscheinlich von da oben steuern kann, ist ja der Kran. Also richten wir die Kamera mal da drauf. Oder vielleicht nochmal auf die? Was? Nina, was willst du mir damit sagen? Ich verstehe es nicht. Ach, Max, willst du dir nicht mal die Frau angucken? Okay, dann der Kran. Flucht über den Kran? Na, wenn das mal gut geht. Aber eine bessere Idee habe ich auch nicht. Also, versuchen wir es. Viel Glück, Nina. Oben wird es wieder warm und der Champagner ist kaltgestellt. Unserer Feier steht also nichts mehr im Weg. Die Feier muss warten. Wir haben hier ernsthafte Probleme. Was zum Teufel war das? Das verdanken wir bestimmt der kleinen Kröte hier. Aber nun ist Schluss mit lustig. Jetzt mache ich dich platt. Es tut mir leid, dass ich mich in dir getäuscht habe. Aber Oleg war sehr überzeugend und... Schon okay. Du weißt ja, ich bin ein Mann. Ich bin nicht nachtragend. Komm, wir müssen zum Flugzeug. Die Leute von der Sekte warten bestimmt schon. Ich glaube, wir haben uns einiges zu erzählen. So, Menschheit gerettet. Mein Vater hat monatelang versucht, die Geschehnisse wissenschaftlich aufzuarbeiten. Gab dieses Vorhaben dann aber mit der Erkenntnis auf, dass es wohl doch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich nicht mit Formeln erklären lassen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, hat eine kleinere Filmgesellschaft sehr großes Interesse an seiner Geschichte. Hausmeister Eddie schloss sich nach seiner Begegnung mit der Sekte unverzüglich den anonymen Alkoholikern an und blieb seither trocken. Tritt mit seiner markanten Stimme ab und zu als Sprecher für Goblins in Computerspielen auf. Lisa wollte ursprünglich Fotografin werden. Das scheiterte allerdings daran, dass sie die Batterien in der Kamera nicht wechseln konnte. Auch die angestrebte Karriere als Fahrradkurier fand bereits nach 2 Stunden und dem ersten Platten ein jähes Ende, da ihr niemand den Reifen flickte. Jetzt verkauft sie an ihrem kleinen Stand am Kurfürstendamm magnetische Mikrowellenhamster. Als die Polizei zum Museum kam, war Kanskis Leiche verschwunden. Wie ich am Amulett erkannt hatte, gehörte der Kommissar zu der mysteriösen Sekte, von der man seit ihrer Intervention in der Antarktis nichts mehr gehört hat. Unklar bleiben die Motive der Sekte. Hat sie wirklich nur zum Wohle der Menschheit gehandelt? Und ist sie wirklich verschwunden?
Der Kanalarbeiter bemerkte gerade noch rechtzeitig meinen Schwindel und kündigte nicht. Eine Woche später landete er dann aber tatsächlich den Glückstreffer im Lotto, trennte sich von seiner Frau und lebt seither glücklich und zufrieden. Seine Unpünktlichkeit kostete Zugführer Karpin den Job. Die deutsche Konkurrenz nahm ihn aber freudestrahlend auf. Seitdem ist er täglich auf der Strecke Hamburg-Bielefeld im Einsatz. Soldatin Romanova und Soldat Yushin beschlossen nach weiteren 2376 gemeinsamen Zigarettenpausen, das Rauchen aufzugeben. Seitdem verbringen sie ihre Freizeit damit, sich gegenseitig Nikotinpflaster auf die unterschiedlichsten Körperteile zu kleben. Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit konnten allerdings nicht bestätigt werden. Die Agenten Fetisov und Radenko verließen den FSB, um in Moskau eine Boutique für maßgeschneiderte Anzüge zu eröffnen. Das dramatisch aussehende Zugunglück hat übrigens keine Opfer unter den Passagieren gefordert. Die Wissenschaftler rätseln immer noch ob der merkwürdigen Ergebnisse der von mir so brillant manipulierten Pflanzenanalyse. Der Dobermann ergriff beherzt die Gelegenheit zur Flucht und macht seither in den Fußstapfen eines seiner Vorfahren die Moorgebiete in England unsicher. Gewinnerin Sandrin landete bei ihrer Ankunft in Deutschland wegen des Schmuggels bedrohter Tierarten im Gefängnis. Wirt O'Brien wurde vor seiner Kneipe von einem betrunkenen Lastwagenfahrer angefahren, hängte daraufhin seinen Job als Wirt an den Nagel und gibt seither Rhetorikseminare an der Universität in Dublin. Sein Arzt empfahl Angler Foley, eindringlich mehr auf seine Gesundheit zu achten. Seitdem angelt er nur noch bei Sonnenschein, also zweimal im Jahr, und ist auf schottischen Whisky umgestiegen. Gast Klaus verlor durch die Schließung der Kneipe sein Zuhause. Heimat und ziellos zog er monatelang durch die Weltgeschichte, bis er schließlich in Gesthaacht eine Bleibe fand und sich nun dem Rätseldesign von Grafik-Adventures widmet. Pförtner Fernando arbeitet zurzeit an seiner Gemäldeserie Die 1000 höchst unterschiedlichen Wachstumsstadien der Dattelpalme. Schwester Sabrina gewann dank unermüdlichem Körpereinsatz tatsächlich die Bürgermeisterwahl. 9 Monate später musste sie ihr Amt allerdings wegen Mutterschaftsurlaubs wieder abgeben. Patient Puyol schaffte direkt nach der Fertigstellung des Innenhofs den Weltrekord im Kartenhausbau. Seitdem tingelt er durch zweifelhafte Samstagabendshows, quasselt sinnloses Zeug und verdient sich damit eine goldene Nase. Die äußerst bösartige Unterstellung, dieser Werdegang sei eine generelle Voraussetzung für eine Karriere im Fernsehen, weisen wir hiermit aber aufs Schärfste zurück. Ramon bastelt auf Grundlage der äußerst seltsamen Konstruktionszeichnungen von Manuel Perez noch viel seltsamere Figürchen aus Muscheln und verkauft diese zu Wucherpreisen an Touristen. Das Schurkenquartett wurde für sehr lange Zeit sprichwörtlich auf Eis gelegt. Damit bleibt Gedankenkontrolle in großem Stil weiterhin einem sehr beliebten Online-Rollenspiel vorbehalten. Die Gehaltsverhandlungen haben wir hinter uns gebracht. Die Verträge sind unter Dach und Fach. Also freut euch auf ein Wiedersehen in Geheimakte 2. Max? Ja? Habe ich mich eigentlich schon bei dir bedankt? Nein, ich denke nicht. Das Flugzeug hat doch bestimmt einen Autopiloten. Kamera läuft. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für Sie tun kann. Das ist lieb. Schau mir in die Augen, Kleines. Sorry, hab den Text vergessen. Schnitt! Wissen Sie, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? Bei mir sieht das Outfit cool aus. Schnitt! Nur weil ich irgendwelche Scheißfilme für Scheißleute drehe, heißt das nicht, dass ich gern Schauspieler bin. Außerdem war ich nicht hervorragend und ich war nicht ausgezeichnet.
Ich war monumental! Ich war epochal! Kamera läuft. Requisite! Bitte bringt die präparierte Eisenstange, ihr Spaßvögel. Mein Name ist Morangi. Ken Morangi. Kamera läuft. Wenn ich das richtig sehe, könnte die Pampe jetzt eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Marmelade... Schnitt. Ich vertrage das Zugfahren nicht, tut mir leid. Drehen wir die Szene nochmal? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.